Willkommen zurück zu Hamtaro. Ja, sie will unbedingt den Löffel haben und den kriegt sie auch jetzt. Und oh, ich bin gerade so glücklich. Ich habe gerade was entdeckt, ja. Ich habe entdeckt, dass es eine Fortsetzung von einem der ersten Computerspiele gibt, die ich je hatte. Und die erscheint erst noch dieses Jahr. Und es wird so episch. Es wird so episch. Ich kann euch endlich mal eines meiner absoluten Lieblingsspiele vorstellen, weil... Ah, es wird so toll. Ha, egal, machen wir weiter. Da ist er! Ja, wir geben ihr jetzt erstmal den Schlüssel, den Löffel. Ich hoffe, dass wir heute noch ein paar Schlüssel kriegen. Liebling, Liebling! Was ist los, Schatz? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Oh! Ein Löffel. Unglaublich, genau danach habe ich die ganze Zeit gesucht. Hm? Ist das Ding... Das, von dem du da sprichst? Ja, das stimmt. Meinst du, du kannst es gebrauchen? Natürlich. Danke, Schatz. Danke. Oh, du, nehmt euch ein Zimmer. Okay, guck mal, damit. Aha, ja. Geschafft. Ich habe es geschafft. Hammerpult 2 ist fertig. Glückwunsch, Liebling. Du bist genial. Weißt du, Schatz, ohne dich hätte ich das nie geschafft. Das sagen sie hinterher immer. Was? Ich war ja so lange so blind. Alle meine Erfindungen konnten nur durch deine andauernde Unterstützung entstehen. Es hat lange gedauert, aber letztendlich bin ich Bimbam. Okay. Das ist... Ich bin so beschämt. Wahrscheinlich aufgewacht oder sowas. Ja, aufwachen, so weckermäßig, bim bam. Ja, sehr gut. Ein neues Wort, uns fehlen nur noch 10 Wörter. Ja, was sagt man dazu? Yay, noch eine Liebe gerettet. Viel haben wir nicht mehr, weil wir haben fast alle Herzen, wir haben fast alle Wörter, wir haben jetzt ein Hammerpull 2. Und wer das Spiel kennt oder auch sich denken kann, was wir damit machen, dann dürfte es also lange nicht mehr dauern. Der Erfinder und seine Ehefrau erreichen eine neue Stufe ihrer Liebe. Das ist schön. Na, oh ja. Ich muss unseren Gästen ebenfalls meinen Dank aussprechen. Vielen Dank. Durch eure Hilfe habe ich etwas so Kostbares gefunden. Als Zeichen meines Dankes leihe ich euch gerne das Hammerpull 2. Ehrlich gesagt braucht es noch etwas Feinabstimmung. Das dauert nicht lange. Kommt später einfach nochmal vorbei. Ich werde mich jetzt von jetzt an mehr um meine Frau kümmern. Adios. Alles klar. Haben wir das Hammerpull 2 jetzt in unserem Besitz? Nee. Egal, vielleicht schon. Vielleicht so automatisch. Wer weiß das schon? Schauen wir einfach mal. Digi Dugi. Und ab geht's. Ja, mir wurde auch angeraten, ich soll Hamtaro Rainbow Rescue spielen, also die Rettung des Regenbogens. Was früher damals, ich glaube auch in einer relativ geringen Auflage. Schwer. Produziert wurde, genauso wie dieses hier. Ich habe mir das damals ganz ehrlich gekauft. Ich weiß es jetzt wieder. Ich habe mal drüber nachgedacht und es ist mir eingefallen. Ich hatte ja nie ein Game Boy Advance. Aber ich habe mir von meinem Konfirmationsgeld ein Dings gekauft. Ein GameCube mit Game Boy Player, also ein Bundle. Damit ich Game Boy Advance Spiele spielen konnte. Und meine einzigen Spiele waren Pokémon Saphir und Half-Moon Friends of Mineral Town bis dahin. Aber ich wollte unbedingt noch ein paar Spiele haben, damals mit meinem schmalen Budget. Und Hamtaro hat, glaube ich, nur 15 Euro gekostet oder so. Dachte ich mir so, da kannst du nichts falsch machen. Und es war eine der besten Entscheidungen, was Spiele betrifft überhaupt. Oje, Hamtaro, Bijou, das Liebesglück aller Hamster liegt in euren Händen. Seid stark und doch behutsam. Gebt euer Bestes. Also, auf geht's. Wo hat sich Fratzi nun wieder versteckt? Ah, da ist er. Sucht ihn hier. Fratziburg. Ja, ich brauche das Hammerpull 2. Vielleicht muss ich doch nochmal fragen. Ich frage einfach mal. So.
Wir sollen uns das mal aushändigen. Das sieht ja heiß aus, was er da hat. Hamha, das sieht aus, als wäre es das Hammerpult, weil der hat so eine große 2 auf dem Kopf. Hamha, wie geht es euch? Die Nachbesserungen am Hammerpult 2 sind getan. Nehmt es mit, ja? Kommt und holt es, wenn ihr es braucht. Adios. Ich brauch's. Gib her. Hamha, wie geht es euch? Die Nachbesserungen am Hammerpult 2 sind getan. Nehmt es mit, ja? Kommt und holt es, wenn ihr es braucht. Adios. Ich brauch's. Gib her. Oh, dann halt nicht. Obwohl, Hiff Hiff wäre ja noch eine Möglichkeit. Nee? Ja, jetzt scheitert es daran, wie man das hochnimmt, oder was? Das ist ja echt mal ein Ding. Hm. Fragen wir mal Razzi. Hallo, Razzi. Okay, Sonnenberg nicht. Sandstrand? Nee. Rampark. Hotel Graus. Urwald. Ich hörte, Bock und seine Kumpel wohnen am Rande des Urwalds. Toll. Fratziburg. Du gelangst nicht in die Burg. Sei kreativ oder lass dir von einem klugen Hamster helfen. Einem Wissenschaftler. Das habe ich ja vor, danke. Hast du irgendwas für mich? Ich glaube zwar nicht dran, aber mal fragen. Hamha, willst du etwas senden? Ist es recht in meinen Händen? Meine Stärke für deine Werke. Okay. Wo fehlt denn uns noch was? Ich finde schon mal toll, dass uns noch 10 Wörter fehlen und hier 6 Blumen sich noch nicht drehen. Vielleicht kommen die von alleine drauf, dass wir hier das Hammerpult brauchen. Vielleicht muss ich nochmal alles durchgehen, damit sie drauf kommen. Keine Antwort, okay. Sesamö. Aus kann von hier aus nicht geöffnet werden, ja, das weiß ich. Brocken. Komme ich nicht dran. Das funktioniert nicht. Ja, ich weiß. Hamha. Hiff Hiff. Bautz. Starry. Ein großes Tor ist über das Wasser hinweg zu sehen. Hm, so wie es aussieht, kommen wir da nicht so, so nicht rüber. Ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt? Wenn wir nur durch die Luft fliegen könnten. Schuh. Ja. So, okay. Sie will durch die Luft fliegen. Gucken wir mal, was Boss zu der Sache zu sagen hat. Der irgendwas sagen wird dazu. Hey, Hamha. Ist bei dir alles klar? Fee sagte, sie lehrt dich ein neues Ham-Chat-Wort, wenn dein Liebesmeter voll genug ist, wirklich. Das hat sie gesagt. Okay, das heißt, da kriegen wir schon mal noch ein Wort her. Dann werden wir jetzt einfach nochmal den Wissenschaftler fragen, ob wir es jetzt endlich mitnehmen dürfen. So. Ich hätte es gern. Gib her. Hamha. Ja, schön. Ihr könnt es benutzen, wann immer ihr möchtet. Seid ihr deshalb gekommen? Ja, ja, genau. Gib her. Oh, es ist Zeit, oder? Ja, ja, Zeit. Setzt ihr es an der Fratziburg ein? Gut, alles klar. Zeit, das Hammerpult 2 einzusetzen. Hammerpult! Okay, er kommt mit, anscheinend. Was, du willst das alles mitnehmen? Ihr helft mir ein bisschen, ja. klar. Hier, es ist fertig zum Transport. Der ganze Tisch ist das Hammerpult. Oh, jetzt sehe ich es erst. Aber was war das andere Teil? Mit der 2 auf dem Kopf. Hm. Okay, alle Systeme startklar. Es freut mich sehr, dass das Hammerpult 2 hier von Nutzen ist. Mit diesem Baby segelt ihr über den Fluss und damit in die Fratziburg. So einfach wie Mathe. Hehe. Meine Frau wartet auf mich. Darum lasse ich euch jetzt alleine. Adios. Okay, Mathe kann ich.
Ich steige mal da drauf. Und nun brockeln wir auf den Button. Bang! Sieht episch aus, oder? Wieso die großen Pixel hinter die kleinen Pixel fallen. Oh nein, ich ahne Schreckliches. Hehehe, ich trete euch diesmal nicht unvorbereitet entgegen. Frr. Diesmal bin ich nicht so leicht zu verschrecken. Hey, ich bin vorübergehend nicht verfügbar. Denn ich verbessere meine verborgene Waffe. Frr. Lass niemanden vorbei. Niemanden. Frr. Ja. Ich habe nicht, ich meine, ich bin unauf, ja, Sir. Frr. Frr. Ich meine, frr. Das ist nicht witzig, frr. Wenn du es vermaselst, dann verberge ich deine Freundin für verflixt lange Zeit, frr. Oh, bitte, nur das nicht. Farr. Frr, frr. Na. Das kann ich nicht aussprechen, das geht einfach nicht. Dann vermassel es nicht. Boah, frr. Okay. Ja, dass er da ist, das wussten wir, glaube ich, auch schon vorher. Autsch. Ah, welche Überraschung. Farr. Wer seid ihr denn? Nein, das muss böse sein. Ihr wagt es? Farr. Hm, Hantaro. Oh, ihr seid die Bösen, die gegen Fürst Frazzi arbeiten. Bleibt stehen, Farr. Fürst Frazzis Befehl. Ja, natürlich. Starry. Pfoten weg, Frr. Das Puzzle ist der Schlüssel zum Tor. Es ist unlösbar. Versucht's nicht mal, Frr. Was haben wir denn hier? Oh, Steinchen. Hilfe, Varo. Ich höre... Was? What the fuck? Hä? Hä, Hamtaro. Hast du was gehört? Ja. Was war das? Ich sammle erstmal die Steinchen auf. Muss sein. Ihr wisst ja, ich und Steinchen. Also, könnten ja Edelsteine drin sein. Wahrscheinlich ist hinter der Tür jemand. Ich glaube, den Schlüssel haben wir noch nicht. Ohrspitz. Oh. Ohrspitz. Eine Stimme. Hey, Hilfe! Für diese Tür hast du keinen Schlüssel. Ja, super, ich weiß. So, dann wollen wir einfach mal versuchen, das Puzzle zu lösen. Ah, mach das Puzzle nicht! Ich meine... Stopp, Farr! So öffnet ihr das Tor und dann bleibt es so. Ja, schade, ne? Steige auf den Button. Alle hopp. So. Platte bewegen, Spieler bewegen. Was? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ah! Verstehe. So. Boah, das ist ja kacke einfach. Gott sei Dank, ich bin nämlich voll schlecht in so Puzzeln. Eigentlich. So, fertig. Wir haben es geschafft. Das Frazzi-Puzzle ist fertig. Und es öffnen sich alle Tore. Ah! Was tut ihr, Farr? Fürs Frazzi wird das gar nicht gefallen. Farr. Jetzt ist das Tor offen. Tratschen wir mal mit der Wache. Tratsch. Ihr wollt mir etwas sagen? Was, Farr? Ihr habt eine Mädchenstimme aus der Höhle gehört? Ja, das ist möglich. Das Mädchen da dort, das dort eingesperrt ist, ist meine Liebste. Frazzi hat sie dort eingesperrt. Darum musste ich fürs Frazzi auch gehorchen. Meine Liebste ist so ein süßer kleiner Hamster und so bezaubernd.
Mein kleines Juwel eingesperrt in dieser dunklen Höhle. Eine weitere von Fratzis Missetaten? Ja, oh, mein Hals. Hamtaro, das reicht. Ich habe genug. Wir müssen Fratzi ein für alle Mal das Handwerk legen. Oh Gott. Gott. Was werden wir denn da mal am besten? Haben frei. Wir werden sie befreien. Was? Ehrlich? Ihr helft uns, unsere Hamfrei zurückzugewinnen? Ja. Auf jeden Fall. Das ist kein Witz, oder nicht? Du musst uns reinlassen, damit wir Fratzi stellen können. Sonst sind uns die Pfoten gebunden. Okay, okay. Ich verstehe. Ich zähle auf euch. Bitte gebt euer Bestes für meine Liebste und mich. Das war einfach. Hä? Frö? Haha. Was ist mit euch los? Habt ihr nie gelernt anzuklopfen, Frö? Egal, Frö. Ihr habt die verborgene Burg entdeckt. Wie unverschämt. Das hier wird kein Vergnügen für euch. Verstanden, Frö? Meine Erfindung ist zwar unvollkommen und gewöhnlich veranstalte ich keine Vorschau. Aber meinen Lieblingshamstern versage ich sie nicht, Frö. Haminator 3000, komm her. Oh, Fu. Angst. Frö. Auf fürchterliche Weise famos, nicht wahr? Meine Geheimwaffe, der Haminator 3000. Wahahaha. Hamtaro, dieser Roboter ist nur ein riesiger Kopf. Der Rest ist vergebens. Der Sieg liegt nun nicht mehr fern. Frö. Hamoskop. Gott, wo soll ich hinziehen? Uhaha. Das funktioniert nicht, Frö. Hinfort, Frö. Was? Frö. Nein. Wie? Frö. Verteidigt, Frö. Hamoskop ohne eine Liebeskugel wird wohl vergebens sein. Frö. Uhaha. Ohne Liebeskugel. Ist das nicht sowas, was man in so Läden kriegt, die ab 18 sind? Ich bin verwirrt. Alles in Ordnung? Natürlich nicht. Das war eine dumme Frage. Ha, wie furchtbar. So ein Mega-Q-Roboter ist vollkommen unbesiegbar. Ich frage mich, was diese Liebeskugel ist, von der Fratzi vorhin sprach. Oh, könnte die Liebeskugel etwa... Was? Weißt du, was sie ist? Ja, ich hörte, dass ein Hamster namens Fee sie herstellt. Ich glaube, sie hieß so. Really? Fee? Deswegen kommt man das auch wieder runterstellen, das Tor. Fee, du hast da was vergessen, glaube ich. Fee. Naja, bevor wir uns Fee jetzt widmen und die Liebeskugel herstellen lassen, gibt's noch mal eine kleine Pause und ich denke mal, lange werden wir nicht mehr brauchen. Also, bis dann.